Unser Thema heute ist Befreiung. Eines der wichtigsten Themen der ganzen Heiligen Schrift überhaupt. Und wir betrachten dieses Thema aus einem ganz besonderen Blickwinkel, nämlich zuallererst aus den Augen von Jesus und aus den Augen der Heiligen Schrift. Und wir haben gesehen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also ich habe mal ein bisschen rausgeschrieben, was für unglaublich viele Aspekte dieses Thema hat. Zum Beispiel sagt uns die Bibel, die Wahrheit macht uns frei. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, werden wir richtig frei. Und wenn wir Buße tun, unser Denken verändern und innere Heilung erleben und Gottes Liebe erfahren, das macht uns richtig frei. Wenn unsere Familiengeschichte aufgearbeitet wird, wenn wir Vergebung aussprechen, wieder gut machen, wenn wir Demut leben, alles das sind Aspekte, die uns frei machen. Was uns aber jetzt besonders beschäftigt, ist die unsichtbare geistliche Welt um uns herum. Das heißt, die Kräfte und die Mächte, die Menschen kaputt machen wollen und binden wollen und versklaven wollen und unfrei machen lassen wollen. Ja, diese Dinge sind jetzt im Fokus und vor allem die Befreiung von diesen Mächten wollen wir uns anschauen. Und heute Morgen werden wir uns beschäftigen mit etwas, was, glaube ich, gerade in Deutschland so wichtig ist. Wir haben ja gesagt, Befreiungsdienst hat so viel zu tun mit Barmherzigkeit, mit Liebe für die Menschen, die irgendwie gebunden sind, die unfrei sind. Es hat was zu tun mit dem Herz Gottes für eine verlorene Welt und auch für die Menschen, die schon gläubig sind, aber immer noch in irgendwelchen Zwängen und Süchten und Abhängigkeiten gefangen sind. Und manche haben Angst, sich mit dieser unsichtbaren geistlichen Welt zu beschäftigen. Und ich kann dir heute etwas Wunderbares sagen. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben, weil die Bibel lehrt uns, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Der Teufel und all seine Heerscharen, all die finsteren Mächte sind besiegt worden von Jesus. Und wir stehen heute auf der Seite des Siegers. Und er hat uns Vollmacht gegeben über alle diese Mächte der Finsternis, wie wir im Verlauf unserer Serie noch sehen werden. Ich glaube, dass der Teufel es nicht gerne hat, dass ich jetzt über dieses Thema spreche. Aber es ist egal, was er gerne hat oder nicht gerne hat. Entscheidend ist, was Jesus will. Und Jesus hat extrem viel über diesen Bereich des Befreiungsdienstes gelehrt und vor allem hat er ihn extrem viel praktiziert. Im Neuen Testament, vielleicht schreibst du dir das auf, gibt es 63 verschiedene Stellen, wo über das Wirken von negativen geistlichen Mächten die Rede ist. 63 verschiedene Stellen. Und ihr Lieben, das ist sehr viel. Wenn du mal siehst, die paar wenigen Stellen, wo das Neue Testament über das Abendmahl zum Beispiel spricht oder über Kindererziehung oder über die Art und Weise, wie man als christliches Ehepaar zusammenlebt. Da gibt es nur ein paar ganz wenige Stellen, aber über Befreiung und über die Realität der unsichtbaren Mächte um uns herum, 63 verschiedene Stellen, allein nur im Neuen Testament. Ja, das zeigt uns, wie wichtig Gott dieses Thema ist. Und damit ist das Neue Testament das Buch in der gesamten Weltliteratur, wie kein anderes Buch aus dem Altertum, was die detaillierteste Quelle des Wissens über die unsichtbare negative geistliche Welt beinhaltet. Es gibt kein Buch auf der ganzen Welt, dass wie die Bibel und da besonders das Neue Testament uns aufklärt über das, was um uns herum geschieht. Ist ja klar, dass das Neue Testament das in besonders guter Weise tun kann, weil Jesus kam ja aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt und er weiß, was da um uns herum alles passiert und real existierend ist. Ja, also wenn jetzt manche Theologen oder manche Leute dir sagen, ach, das ist denn alles Märchen von Tausend und einer Nacht, gehört ins finstere Mittelalter. Hey, ihr lieben Freunde, Jesus, der Sohn Gottes, der alles weiß und der uns liebt und aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit gekommen ist, er hat einen viel schärferen und größeren Blick als jeder Mensch sonst, als jeder Theologe, jeder Wissenschaftler auf dieser Welt überhaupt. Und ich möchte mich gerne jetzt mit ihm und mit seinem Wort beschäftigen und
schauen, was das Wort Gottes über diesen Bereich der unsichtbaren geistlichen Welt zu sagen hat. In der Theologie gibt es einen Fachbereich, der heißt Dämonologie. Und das ist dieser Fachbereich, der wissenschaftlich erforscht und lehrt, was es mit dieser geistlichen Welt um uns herum zu tun hat. Aber leider ist in unserer Zeit dieser Bereich der Theologie oft ins Hintertreffen geraten und wird in den Universitäten gar nicht mehr so stark gelehrt. Das finde ich so spannend. Und wenn es dort nicht mehr geschieht, dann müssen wir das umso mehr tun. Schauen wir uns mal an, was die Heilige Schrift sagt. Was sind denn diese geistlichen, negativen Mächte und Kräfte, die versuchen, Menschen zu beeinflussen? Ich gebe uns mal nicht die ganze Fülle der Bibelstellen, sondern ich zitiere einfach mal das, was wir an Informationen in der Heiligen Schrift finden. Zunächst einmal sagt die Bibel, diese geistlichen Mächte, diese Geister sind gefallene geistige Wesen. Die sind von Gott abgefallen. Das heißt, die waren mal bei ihm irgendwann früher, vor Jahrtausenden, und sind dann von ihm abgefallen. Im Windschatten des Teufels, der ein Luzifer, ein Lichtengel Gottes war, der Leiter des Worship-Bereiches im Himmel und der dann von Gott wegen seinem Stolz und Hochmut abgefallen ist, in Sünde gefallen ist, diesem Teufel haben diese Heerscharen der finsteren Welt gefolgt. Manche Theologen sind der Meinung, aufgrund der Stelle in der Offenbarung, dass es ein Drittel der Engel war, die ihm gefolgt sind. Das würde übrigens mathematisch gesprochen bedeuten, dass immer noch mehr als doppelt so viele Engel auf der Seite Gottes stehen. Ja? Und Gott ist sowieso kein Gegenspieler einfach vom Teufel oder der Teufel von Gott, sondern Gott steht weit, weit, weit millionenmal höher als der Teufel und alle seine Heerscharen. Manche beschreiben so Gott als den Teufel so als Gegenpart. Ihr Lieben, der Teufel hat keinen Stich gegen Gott. Er ist nie auf seiner Ebene, niemals. Und das wird im Laufe der Geschichte auch noch sehr, sehr deutlich werden. So, diese Mächte sind also geistige Wesen. Sie sind Diener Satans, dessen, der Gott widersteht. Und sie sind geistliche Wesen ohne einen Körper. Das musst du dir also vorstellen, die sehen so aus wie du, nur halt ohne Körper, ja? Ohne physisch-materielle Substanz, die wir irgendwie fassen können. Und dann gibt es verschiedene hierarchische Ordnungen in dieser geistlichen, dämonischen Welt. Die Bibel nennt uns in Epheser 6 die Führungsriegen in der unsichtbaren Welt, böse Geister in den himmlischen Welten. Da gibt es 4 verschiedene Stufen, Archais. Die haben alle einen besonderen griechischen und einen besonderen deutschen Namen, natürlich auch in der Übersetzung. Kannst du nachlesen in Epheser 6. Oder du siehst es auch im Buch Daniel, wo der Fürst von Persien, auch so eine geistliche Macht in den Lufthimmeln, dem Daniel und dem, was damals passierte, widerstanden ist. Interessant, dass es diese Welt gibt, mit der werden wir uns jetzt nicht so sehr beschäftigen, sondern es gibt eine zweite, eine niedere Ebene von diesen geistlichen Mächten und die nennt die Bibel oft die Dämonen oder eben böse Geister. Und das sind diese Kräfte, die versuchen, in den Menschen oder in Tiere hineinzukommen. Und wenn das nicht passiert, finden sie keine Ruhe, sagt Jesus. Ja, die rasen also rum wie verrückt und versuchen, eine Heimstätte, eine Wohnung zu finden. Das sind aber niedrige Geister, das musst du wissen. Ja, das sind nicht die High-Level-Dinger, sondern das sind niedrigere Dämonen und die versuchen, eine Wohnung zu finden und finden keine Ruhe, bis sie irgendwo in einem Tier oder in einem Menschen so eine Wohnstätte gefunden haben. Und ihr Lieben, das Beruhigende ist, wenn ein Mensch diesen geistlichen Kräften oder dämonischen Mächten keinen Raum gibt, bekommen sie auch keinen Raum. Sie haben gar kein Recht, in einem Menschen Raum zu nehmen, wenn dieser Mensch ihnen nicht direkt oder indirekt dazu ein Anrecht gibt. Darüber werden wir noch sprechen. Schauen wir uns mal die Wesensart dieser negativen geistlichen Mächte an und untersuchen mal das Neue Testament nach einigen Informationen darüber. Das Interessante ist, dass im Neuen Testament diese Mächte mit verschiedenen
Bezugsworten beschrieben werden. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die hatten so einen Geist, so eine dämonische Macht. Das griechische Wort oder die Beschreibung des Zustandes ist, auf Deutsch würden wir sagen, sie haben so einen Geist. Zum Beispiel die syrophönizische Tochter oder die Tochter der syrophönizischen Frau hatte einen bösen Geist. Dann gibt es einen zweiten Ausdruck, den finde ich fast noch spannender. Das sagt uns das Neue Testament, das Griechische, jemand war in einem Geist oder war mit einem Geist. Und da haben wir verschiedene Beispiele, der Einfluss praktisch auf Menschen ausübte. Zum Beispiel war ein Mann in einer Synagoge und als Jesus dort reinkommt und anfängt zu dienen und zu wirken und die Salbung von Jesus über die ganze Synagoge kommt, manifestiert sich plötzlich so ein Geist in einem religiösen Mann, der in diese jüdische Kirche ging. Das ist ein ganz interessanter Kontext. Und das sagt uns die Heilige Schrift, dieser Mann war in einem Geist oder er hatte, war zusammen mit einem wahrscheinlich religiösen oder sonst wie auch immer gearteten Geist zusammen. Das ist ein zweiter Zustand. Also man kann ihn haben oder kann in oder mit einem Geist sein. Und das dritte Wort, das häufigste, was wir finden, heißt daimonizomai im Griechischen. Und da ist das Wort daimonion drin, das heißt Dämon. Ja, können wir ganz oft viele Schauspieler heute sagen, oh, ich habe so einen Dämon im Kopf oder mein Dämon. Das ist heute ein sehr gängiges Wort eigentlich, was vor Jahrzehnten gar nicht so der Fall war, weil Menschen zunehmend die Realität von solchen geistlichen Mächten wahrnehmen und auch realisieren. Das hat was mit unserer Welt zu tun, in der wir leben. Daimonizomai bedeutet also praktisch unter dem Einfluss von negativen geistlichen Mächten oder Dämonen stehen. Da haben wir zum Beispiel das Beispiel von dem Gadarener. Er stand unter dem Einfluss solcher Mächte. In dem Fall waren es sogar mehrere oder Tausende von solchen Kräften. Oder der Blinde und Stumme oder die Tochter der syrophönizischen Frau. Bei ihr wird auch gesagt, daimonizomai, sie stand unter dem Einfluss von Dämonen. Warum ich das so stark betonen muss, ist ganz, ganz wichtig. Auch für den Befreiungsdienst. Viele, viele Übersetzungen haben fälschlicherweise dieses Wort daimonizomai mit besessen übersetzt. Was ganz, ganz daneben ist. Weil daimonizomai heißt eben nicht, der ganze Körper, die ganze Seele, der ganze Geist eines Menschen ist von einer dämonischen Macht besetzt. Eben gerade nicht. Sondern zum Beispiel, dieses Wort wird ja gebraucht bei den Blinden und Stummen, da hatte die dämonische Macht überhaupt nichts zu tun in seinem Körper, außer einen Einfluss auf die Augen oder bei dem Stummen auf seine Zunge, sodass er nicht reden konnte. Alles andere in seinem Körper, Seele und Geist war vollkommen in Ordnung und stand nicht unter dem Einfluss dieser dämonischen Macht. So, daimonizomai bedeutet nicht total besessen sein, wie es in vielen Übersetzungen steht, sondern dass Teilbereiche von Körper, Seele oder Geist unter dem Einfluss von einer geistlichen negativen Macht steht. Da haben wir das auch geklärt. Das ist ganz wichtig auch für den Befreiungsdienst und auch für deine Vorstellungskraft ist das so wichtig. Ja? Viele heute denken an diese gruseligen Hollywood-Filme, wo ein vollkommen falsches Bild auch über Befreiung und über die dämonische Welt gezeichnet wird. Eine Horrorvorstellung, wo alle Leute Angst bekommen. Und ich glaube, dass da sogar der Teufel dahinter steht. Ja, dass bloß niemand sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber ihr Lieben, was die Wahrheit ist, der Teufel hat nicht so viel Macht, wie viele denken, dass er hat. Ja, Gott hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus hat alle Gewalt hier auf der Erde und unter der Erde. So, dann können wir etwas weiteres feststellen im Neuen Testament. Es gibt also nicht nur verschiedene Ausdrücke, einen Geist haben, in oder mit einem Geist sein oder daimonizomai, unter dem Einfluss eines Geistes stehen oder
dämonisiert sein, könnte man auch auf verdeutscht übersetzen, sondern Dämonen oder geistliche Kräfte haben unterschiedliche Stärke und Grade in ihrem Wirken. Das stelle ich zum Beispiel, wenn ich für Menschen bete und ihnen diene, ganz häufig fest. Es gibt unterschiedliche Stärken und Kräfte bei unterschiedlichen Geistern. Da gibt es manchmal ganz starke, fette, so muskulöser, wird man sagen. Ja? Und dann gibt es eher welche, die Hempfli-Bempfli-mäßig sind, die sofort gehen, wenn sie nur irgendwo sehen, du kommst in die Nähe. Ja? Die richtig Angst haben. Und das hat natürlich auch mit Anrechten zu tun, die da sind. Darüber werden wir später dann reden. Dann stellen wir fest im Neuen Testament, dass Manifestationen, das heißt sichtbare Auswirkungen von dem Dasein geistlicher negativer Kräfte, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Zum Beispiel bei dem kleinen Jungen, als Jesus vom Berg der Verklärung herabkam. Dieser Junge wurde von Zeit zu Zeit von diesen dämonischen Mächten überwältigt und ins Feuer geworfen, hatte schlimme Verbrennungen, so eine Art Epilepsie, epileptische Anfälle, die nur von Zeit zu Zeit auftauchten. Und dann hast du Fälle, ganz anders geartet, wo permanent, wie Stummheit, Blindheit, permanente Zustände oder bei der Tochter Abrahams, die ihr ganzes Leben lang, 18 Jahre lang, eine dämonische Macht in ihrem Rücken hatte und deswegen verkrümmt war und sich nicht aufrichten konnte. Das ist also sehr unterschiedliche Auswirkungen, auch zeitlich. Und das ist ganz wichtig auch für unseren Befreiungsdienst. Nicht jede Manifestation ist irgendwo sofort sichtbar oder nicht jede dämonische Macht oder jeder Geist offenbart sich sofort. Manches ist sichtbar, manches ist manchmal sichtbar, manchmal ist so eine geistliche Präsenz eines bösen Geistes nicht sichtbar, weil er eben auch unsichtbar sich irgendwo gerne versteckt. Und da haben wir ein wichtiges Stichwort, verstecken. Ja, diese geistliche Welt, die ja für uns zunächst mal unsichtbar ist, wir sehen sie oft nur an den Auswirkungen, an den Manifestationen und so weiter. Ganz viel in dieser Welt funktioniert mit Verstecken. Zum Beispiel kennen wir im Deutschen das Wort okkult. Ja? Okkult heißt eigentlich verborgen, versteckt. Und der ganze okkulte Bereich, der geschieht ja ganz viel im Heimlichen, in Verstecken, in Höhlen, auf Friedhöfen und so weiter. Und ganz viele dieser magischen, okkulten, dämonisch inspirierten Dinge passiert im Verborgenen. Warum? Weil der Teufel nicht will, dass sie entdeckt werden, weil wenn das Licht Gottes reinkommt, verlieren sie ihre geistliche Power. So, deswegen, vieles ist nicht offenbar, sondern muss erst durch bestimmte Dinge, über die wir noch sprechen, auch ans Licht kommen. Und da hilft natürlich eine gute Seelsorge, wie man das früher gesagt hat, ein gutes Coaching, ein gutes Verständnis auch vom Wissen über die unsichtbare Welt, dass wir Menschen auch effektiv helfen können. Die Ausdrücke, die wir dann finden im Neuen Testament für diese Geister, die sind auch sehr, sehr interessant. Ja, wir finden den Ausdruck böse Geister, unreine Geister, dämonische Geister oder Geister von Dämonen. Also ganz verschiedene Ausdrücke und sie zeigen ein bisschen dieses Wesen dieser negativen Mächte. Sie sind einfach böse. Sie sind einfach unrein. Wir schauen uns gleich an, ja, was sie auch machen mit Menschen und auch schon ein bisschen, woran du sie erkennen kannst in dem einen oder anderen Fall. Jetzt gehen wir mal ins Neue Testament und studieren mal zusammen, was die Hauptaktivitäten dieser geistlichen Mächte sind. Also, nächstes Stichwort, ihre Hauptaktivitäten. Und natürlich, auch da wieder total angstfrei, oh, total entspannt und relaxed, diese Mächte können gar nichts tun. Das musst du einfach wissen, bei dir und bei mir, die können gar nichts tun, wenn du und ich ihnen überhaupt keinen Raum geben. Ja, die sind praktisch wie nicht existent für dich und für mich. Aber wir setzen uns jetzt mit ihnen auseinander, weil wir ja anderen helfen wollen, die Befreiung brauchen. Und ich denke, ganz viele von uns haben auch schon Befreiung erlebt.
in unseren Gottesdiensten zum Beispiel, wenn die Gegenwart Gottes so stark da ist, oder in unseren Taufen, da werden ganz viele Menschen einfach durch die Gegenwart Gottes befreit von vielen bösen Einflüssen auf ihr Leben. Da gehen auch manchmal einfach spontan, bumm, Depressionen und kommen nie wieder zurück, weil eben damit verbundene geistliche Mächte vertrieben worden sind. Schauen wir uns mal die Hauptaktivitäten an. Zunächst einmal, die können ja nur etwas tun, wenn folgende Voraussetzungen bei diesen Mächten gegeben sind. Erstens, sie sind sehr intelligente und personale Wesen. Das heißt, du musst dir vorstellen, die sind so wie wir Menschen. Die haben also Augen und Nase und Ohren und so weiter, das ist ganz wichtig. Sind personale, wenn auch ohne Körper, existierende Wesen mit Intelligenz. Sie können denken, sie können reden, sagt uns die Heilige Schrift. Jesus lehrt darüber sehr deutlich. Sie beobachten ganz genau, das finde ich auch interessant, dass dämonische Kräfte beobachten. Ja, sie schauen Menschen an und gucken, was sie tun und ob sie irgendwo Raum bekommen können. Dann kennen sie offensichtlich die menschlichen Schwächen. Das finde ich auch spannend. Ja, sie gucken also nicht so sehr, wie cool und stark du drauf bist, sondern sie gucken nach Schwächen, die sie ausnutzen können für ihre Pläne. Und wenn sie den Raum finden, können sie dann auch einen gewissen Einfluss ausüben, wie wir eben gesehen haben. Und wenn sie Raum bekommen, schauen wir mal an, was sie dann tun. Und wenn wir das jetzt gleich uns anschauen, dann achte mal drauf, ob du Menschen kennst. Das ist gleich eine der Fragen, die wir auch mit in unsere Kleingruppen und unsere Hauskirchen mit reinnehmen. Achte mal drauf, kennst du Menschen, bei denen diese Dinge vorhanden sind? Und damit sagen wir nicht, oh, das ist alles den Dämonen geschuldet oder es sind überall böse Geister im Spiel. Das sagen wir nicht. Aber es könnte sein, dass ein Einfluss derselben dort stattfindet. So, was tun sie? Erstens, sie kämpfen gegen den Frieden und gegen die Harmonie und Ruhe in einem Menschen und auch zwischen Menschen. Sie sind Friedenskiller. Sie nehmen den inneren Frieden, den Frieden zwischen Menschen, die Frieden aus Situationen heraus, Frieden aus einer Familie heraus. Sie veranstalten Chaos und Diabolos, sehr teuflisch, ja, Diabolos, der Teufel, durcheinanderbringer, heißt das genau übersetzt. Sie bringen also Dinge durcheinander und nehmen die Ruhe und den Frieden weg. Das ist ihre erste Hauptaktivität. Zweitens, sie beeinträchtigen an ganz vielen Stellen des Neuen Testaments das körperliche Wohlbefinden von Menschen. Also sie machen krank. Geistliche negative Kräfte können Menschen krank machen, wenn sie aufgrund von Anrechten irgendwo einen Raum da bekommen. Das Dritte, geistliche negative Mächte manipulieren das Denken und die Gefühle von Menschen. Das finde ich sehr spannend, beides hängt ja ganz eng zusammen, Denken und Fühlen. Wie ich denke, fühle ich oft, ja, wie ich denke. Wenn ich positiv denke, kriege ich auch positive Gefühle. Darüber haben wir ganz oft schon gesprochen. Und das Interessante ist, wenn du das Neue Testament studierst, dass geistliche negative Mächte gerade auf das Denken von Menschen ganz stark versuchen, Einfluss zu nehmen und auch auf die Gefühlswelt. Ja? Und damit eben depressiv machen und suizidale Gedanken und so weiter, was es alles gibt. Viertens, diese negativen geistlichen Mächte beeinflussen auch in negativer Weise die Beziehungen von Menschen untereinander. Sehr interessant. Also sie versuchen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, zum Beispiel. Streit zu initiieren, zum Beispiel. Permanent. Ja, du kommst in manche Familien und der Streit geht nicht weg. Da muss man mal überlegen, hey, vielleicht gibt es da irgendwo eine Ursache, eine Wurzel. Vielleicht muss da einmal ein vollmächtiges Gebet gesprochen werden, bumm. Und der, der den Streit initiiert, ist raus. Ja, im Buch der Sprüche steht, wenn der Ohrenbläser, der immer in die Ohren das Negative reinbläst, ja, wenn der
rausgetrieben ist, kommt plötzlich Frieden in die Bude, in die Familie rein oder wo auch immer. Dann beeinflussen diese Mächte auch äußere Umstände ganz häufig. Also es könnte zum Beispiel Unglücke sein, Unfälle, das Zusammenleben von Menschen, was durch irgendwelche schicksalshaften Schläge irgendwo schwierig gemacht wird, was Menschen quält, ja, da stecken manchmal negative geistliche Mächte dahinter, sagt uns das Neue Testament. Dann locken, verführen, manipulieren, täuschen, lügen, betrügen, vertuschen die Wahrheit. Das alles tun dämonische oder geistlich negative Kräfte. Und das ist interessant. Alles, was nichts mit Wahrheit zu tun hat, alles, was gegen Wahrheit gerichtet ist, also mit Lug und Betrug, Manipulation, Täuschen, Lügen, Betrügen zu tun hat, geht ganz häufig auf das Konto von diesen negativen geistlichen Mächten. Kein Wunder, weil der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Und seine Heerscharen, seine Diener sind allesamt mit der Lüge, mit Betrug, mit Manipulation, mit Unwahrheit infiltriert. Deswegen können wir ihm auch so herrlich mit Wahrheit, mit der Wahrheit des Wortes Gottes widerstehen. Und dann müssen sie fliehen. Dann versklaven geistliche negative Mächte Menschen. Sie machen sie unfrei. Sie bringen sie in Abhängigkeiten. Und zwar jeglicher Form. Das können Drogen sein, Alkohol, das können irgendwelche Süchte, Zwänge sein, Putzzwang, Kratzzwang, sich zu verletzen, alle möglichen Dinge. Sie zwingen Menschen, treiben sie in die Unfreiheit. Das sind auch Situationen von Menschen, die ich selber miterlebt habe, die einen das Herz zerreißen, wenn du siehst, wie manche Menschen gequält werden. Manche Menschen in Angst und Furcht, in Phobien reingepresst werden durch irgendwelche Mächte, die sie sich irgendwo manchmal am Fernsehen, durch einen Horrorfilm oder irgendwie gefangen haben. Und sie kriegen das Ding nicht mehr los. Und so gute Nachricht, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft des Befreiungsdienstes. Es geht um die Zerstörung dessen, was Menschen zerstört. Es geht darum, das wegzukatapultieren, was Menschen kaputt macht und quält. Und hey, ich bin der Erste, der dabei ist, wo immer man Menschen helfen kann, sie zu befreien und ihnen den Dienst der Befreiung anzubieten. Hey, lass uns nicht hier abhauen und sagen, lass es andere machen, sondern du und ich, wir sind alle gefordert. Und vielleicht ein letztes noch, neben vielen anderen Dingen, aber eines ihrer Hauptaktivitäten ist zu verunreinigen. Ja, alles, was mit Unreinheit zu tun hat, mit Schmutz mal äußerlich gesehen, ja, also auch Messi-Dingen, alles das, was zu tun hat mit Perversion auch, mit sexueller Unreinheit, mit verunreinigten Worten, mit verunreinigten Beziehungen untereinander, ja, da stecken ganz häufig auch diese Kräfte dahinter, die den Menschen zerstören wollen. Und wie schön, dass Gott uns Vollmacht gegeben hat darüber. Schauen wir uns zum Schluss an heute, wo wir überall diese geistlichen Mächte im Neuen Testament finden. Und das ist interessant. Wir finden sie über ganzen Ländern, wie zum Beispiel bei Daniel, über Persien, über Städten, wie zum Beispiel in Ephesus mit dem Diana-Tempel. Wir finden diese geistlichen Mächte auch über Systemen, Organisationen, Institutionen, Einrichtungen und Häusern. Zum Beispiel bei Freimaurern findest du sie, bei Mormonen, Scientologen, ja, sind ganz oft Einrichtungen oder vielleicht auch im Kommunismus, ja, die kontrolliert werden durch geistliche Mächte und viele Menschen sehen das gar nicht. Die Bibel redet da im Griechischen von Stoichaia, ja, von den Elementen dieser Welt, die ganze Systeme kontrollieren. Du findest manchmal diese Mächte über ganzen Familien, über Clans, über Generationen hinweg. Du findest diese Mächte in Tieren. Du findest sie in Gegenständen, zum Beispiel Altären, Götzenopfer all der. Du findest sie in Buddha-Figuren und all solchen Dingen. Du findest sie auch in Gebäuden, bestimmten Tempeln und Götzenaltären und so weiter, ja, die irgendwelchen dämonischen Mächten geweiht sind. Dann findest du es im Essen bei manchen, ja. Die Bibel redet von Götzenopferfleisch, das
den geistlichen negativen Mächten geweiht war und damit auch infiziert worden ist durch diese dämonischen Kräfte. Und man findet sie in einzelnen Menschen, die Raum gegeben haben. Das ist ja unser Thema. Und weil so viel irgendwo davon berührt ist, deswegen braucht es auch eine Erkenntnis bei uns und einen geschärften Geist und einen Stand und eine Kühnheit, an diese Dinge ranzugehen. Und dazu möchte ich uns einladen. Vielleicht zwei Fragen zum Schluss an dich persönlich und auch an deine Hauskirche, an deine Kleingruppe oder wo immer du dich mit deinen Freunden triffst. Die erste Frage ist die: Was hast du bis jetzt gelernt über die unsichtbare geistliche Welt? Und die zweite Frage, die ihr dringend diskutieren solltet, ist: Warum braucht keiner, der auf der Seite von Jesus steht, in irgendeiner Form Angst haben vor irgendeiner dieser geistlichen negativen Mächte? Warum braucht niemand Angst haben davor? Eines unserer wichtigsten Themen in dieser Studie, die wir gerade zusammen tun. Und jetzt lade ich dich schon wieder ein zum nächsten Studium. Ja, wir werden ein bisschen zurückgehen auch in die Generation und schauen, wie sich da Dinge tun und wie Gott da auch Befreiung schenkt. Und jetzt möchte ich uns alle einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und dann wollen wir erstmal Gott danken für sein herrliches Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du uns einen Blick gibst in die unsichtbare geistliche Welt, dass du uns das erlaubst, durch dein Wort Dinge zu sehen, die für viele, viele Menschen verborgen sind und die Dingen ausgeliefert sind. Und ich danke dir, dass du uns schützt, weil wir sehen können und weil wir verstehen können und weil wir sagen können, wie der Apostel Paulus: Wir kennen die Schliche und die Tricks und die Strategien des Teufels sehr, sehr wohl. Und er kann uns nichts anhaben. Und heute Morgen segnen wir deine Kirche, segnen wir dein Haus, das Haus von Gott hier auf der Erde, mit deiner Vollmacht und mit deiner Kraft, mit deiner Schönheit und deiner Autorität über alle Macht der Finsternis. Du hast gesagt: Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Vollmacht zu haben über die gesamte Macht des Feindes. Und nichts soll euch, meinen Freunden, schaden. Und dafür ehren wir dich, Herr. Wir sind so glücklich, dass du uns stark gemacht hast in dir und in der Kraft und in der Macht deiner Stärke. Wir danken dir für eine perfekte Waffenrüstung. Wir danken dir für Gottes Weisheit, die in uns ist. Wir danken dir, dass wir total gerecht gemacht sind durch dein heiliges Blut. Und dass wir wie deine Zeugen, deine Männer und deine Frauen in dieser Welt stehen, die umgeben ist von geistlichen, negativen Mächten. Und dass wir dein Licht hineinbringen, mitten in die Finsternis. Was für eine herrliche Berufung, Herr. Was für ein herrlicher Auftrag. Und was für eine Gnade, die du uns geschenkt hast. Und dafür lieben wir dich, Herr. Und dafür ehren und rühmen und preisen wir dich. Halleluja. So wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are, such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Halleluja. Wisst ihr noch, als Jesus am Kreuz hing, die ganzen Menschen um ihn herum, ganz, ganz viele, viele Menschen, die gekommen waren, Schaulustige, Religiöse, Römer, Fanatiker, Menschen, die ihn verletzt haben und alles mögliche Negative über ihn geredet haben. Und rechts und links von ihm hingen diese beiden Verbrecher. Und Jesus mittendrin am Kreuz. Und alle schauten auf ihn, alle, von allen Seiten. Und jemand schaute auch auf ihn von oben, der Vater im Himmel. So die ganze Konzentration der Welt war auf diesen Ort am Kreuz gerichtet. Auf das Lamm Gottes in diesem Augenblick. Und dann sprach Jesus diese Worte. Und die sind so entscheidend. Er sagte:
es ist vollbracht. Und als er dann sein Haupt neigte und starb, ihr wisst, was passierte, ja, die ganze Erde kam in Erschütterung, Erdbeben. Und die Dunkelheit, der Vorhang zerriss, eine unglaubliche Manifestation in der unsichtbaren Welt. Und der Teufel dachte, er hätte den Sieg über den Messias errungen. Und die Wahrheit war, der Messias hatte den Sieg über den Teufel errungen. Denn nach 3 Tagen stand er auf von den Toten. Der Kopf der Schlange war zertreten. Und der Weg für die Menschen in die Freiheit war gebahnt. Und war offen. Und ich möchte gerne mit euch allen heute Morgen, spüre so eine große Power und Autorität hier, möchte gerne über unserem Land jetzt etwas aussprechen, über unseren Ländern, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Deutschland, über ganz Europa, nämlich den Triumph des Lammes Gottes von Golgatha, über alle Macht der Finsternis. Und Herr, heute Morgen in diesem Augenblick, während unsere Augen auf das Kreuz gerichtet sind, wo du gerufen hast, es ist vollbracht. In diesem Augenblick, Herr, während alle Augen auf dich gerichtet sind, rufen wir aus über unseren Ländern und Nationen dein Heil und deine Freiheit. Wir klären heute Morgen in der Vollmacht des Namens Jesu, die Ketten über unserem Land, über unseren Ländern sollen zerbrochen sein. Die Ketten der Finsternis. Die Bande des Bösen, die Sklaverei der Dämonie soll zerschlagen werden, massiv, millionenfach über den Menschen, die gequält sind und die leiden und die gebunden sind. Wir erklären jetzt Freiheit den Gebundenen, Freiheit den Gefangenen, Freiheit denen, die im Kerker sitzen, in dem Namen Jesu Christi. Und Heiliger Geist, wir rufen dich, komm mit großer Kraft. Denn deine Salbung bricht das Joch und zerschlägt die Bande der Finsternis. Und wir sagen, Herr, danke für deinen Segen und deine Freiheit. Und dass Millionen Menschen in den nächsten Monaten und Jahren zu dir finden und dein Heil sehen. Und der Glaube der Sieg sein wird für sie, der die Welt und den Fürsten dieser Welt überwunden hat. Wir ehren dich, Herr, von ganzem Herzen. Wir segnen heute Morgen unser ganzes Land, unsere Nation mit deinem Frieden, mit deinem Shalom, mit der Fülle deines Heils und deiner Herrlichkeit. Wir sagen, Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, der Wille des Vaters soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Und das Reich Gottes, die gewaltige Autorität des Himmels, komme über unsere ganze Nation, über jede Stadt, jedes Dorf, über alle Menschen. Das Reich Gottes soll sich manifestieren mit großer Vollmacht und Kraft und mit der Liebe des Himmels und der Gerechtigkeit unseres Vaters. Denn dein Reich ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das rufen wir aus über dem Norden und dem Süden und dem Westen und dem Osten und über der Mitte. Wir rufen es aus über der Ukraine in diesen Tagen in Jesu Namen. Und sagen, Vater, dein Wille geschehe über der ganzen Ukraine und dein Reich komme mit großer Kraft. Bete auch, Herr, für alle Regierenden heute Morgen. Wir treten in den Riss für sie, dass dein Wille mit ihnen geschehe. Wir beten, dass der Geist der Heiligkeit, der Furcht Gottes über sie alle kommt. Und dass sie ihre Knie vor dir beugen und erkennen, du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wir segnen unsere Regierung mit deiner Weisheit und Gnade. Wir beten, dass dort, Vater im Himmel, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch in Berlin, so auch in allen anderen Parlamenten, in unseren Landes- und Stadtparlamenten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir segnen alle, die Verantwortung tragen in unserem Land, auch in der Wirtschaft, in den Finanzen, in der Erziehung, an den Universitäten und Schulen. Wir segnen alle Verantwortungsträger in unserem Land mit Offenheit in ihrem Herzen für die Impulse des Himmels von unserem Vater im Himmel. In Jesu Namen. Wir ehren dich, Vater. Nothing comes close to the Lord. Almighty, nothing as sweet as his love. And mercy, nothing comes close to the Lord. Almighty.
as sweet as His love and mercy, nothing comes close to the Lord. Jetzt, ihr Lieben, wollen wir für etwas beten, was unser ganzes Land inzwischen prägt. Es ist ehrfurchtsbringend und echt berührend. Kommenden Freitag und Samstag ist unsere nächste Holy Spirit Night hier. Wir haben so viele Anmeldungen dafür von jungen Leuten. Und die meisten von ihnen, weit, weit über die Hälfte, ist unter 20 Jahre alt. Und es kommen Tausende Kids und junge Leute aus einer neuen Generation. Und eine Sache wird hier geschehen, die größer ist als alles, was sonst passieren kann auf der Erde. Nämlich, dass diese Generation und diese tausenden junge Menschen frisch und manche ganz neu und manche zum allerersten Mal in ihrem Leben erfüllt werden werden mit Gottes Heiligen Geist. Und mit dem Raum des Übernatürlichen von Gott in Berührung kommen und wissen, es ist ein Gott, der ist auf meiner Seite und er liebt mich und ich bin seine hundertprozentige Gerechtigkeit und ich bin für ihn geschaffen. Ich bin hier auf der Erde, weil Gott mich für sich geschaffen hat. Und sie werden Weltveränderer sein, Transformatoren ihres Umfeldes, wo sie leben. Und ich würde gern mit uns allen beten, dass am kommenden Wochenende der Wille Gottes geschieht und die Herrlichkeit Gottes zu ihnen allen kommt. Vielleicht können wir alle unsere Hände mal ausstrecken dafür. Und Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir. Wir beten für die Holy Spirit Night. Wir beten, dass hier an diesem Ort deine Herrlichkeit sich in einer Weise ausbreitet, wie das noch nie zuvor passiert ist. Wir beten, dass Tausende neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Feuer des Himmels, mit der Liebe des himmlischen Vaters und der Energie deines Heiligen Geistes. Wir beten, dass mächtige Befreiung stattfindet von allen bösen Einflüssen aus der unsichtbaren Welt und dass jeder in die Bestimmung Gottes hineinkommt. Wir segnen all die Kids und die jungen Leute, die sich angemeldet haben. Und Herr, wir kommen jetzt auch gegen jede Macht der Finsternis, die als Störfeuer oder Störmanöver geplant ist. Und wir binden jetzt in Jesu Namen jeden Geist der unsichtbaren bösen Welt, der sich gegen diese Veranstaltung erheben will. Und wir sagen, hinweg mit dir in den Jesu Namen. Und sei gebunden und gefesselt und in eiserne Ketten und Bande gelegt, in der Kraft des Namens Jesus und in der Kraft des Glaubens. Und wir sprechen Freiheit über den jungen Menschen aus. Jede Bande und jede Kette soll gebrochen sein. Wir beten auch, Herr, dass du deinen mächtigen Arm bewegst und Wunder und Zeichen passieren und gewaltige Heilungen passieren. Wir beten, dass Menschen reinkommen auf deine Schiene, auf deine Spur und in der Herrlichkeit Gottes leben werden, in der Zukunft ihres Lebens. In dem Namen Jesu Christi. Wollen wir Jesus mal einen mächtigen Applaus dafür geben? Wow! Deine Herrlichkeit ist hier! We love you, Lord! Und Herr, wir segnen alle Sprecher jetzt auf dieser Konferenz. Wir beten, Herr, dass jeder mit dem Salböl aus der Höhe angetan sein wird, dass jeder in deiner Vollmacht und Kraft hier dienen wird. Wir danken dir für deine mächtige Hand auf jedem Einzelnen. Wir danken dir, Herr, dass es stattfinden kann. Wir danken dir für deine Gnade, die hier ist. Wir segnen auch unser Land mit dem Geist des Gebets. Wir beten, dass von hier aus eine mächtige Welle des Gebets ins ganze Land geht. Wir beten, dass der Geist des Gebets und des Flehens überall in unseren Ländern freigesetzt wird. Dass wir das ganz Große von Gott freisetzen im Gebet. Dass der Arm unseres Vaters bewegt wird. Danke, Heiliger Geist, für eine Ausgießung des Geistes, des Gebets und des Flehens über unserem ganzen Land, in Jesu Namen. Wir segnen deine Kirche mit großer, großer Kraft und Autorität in diesen Tagen. Und wir danken dir, Herr, dass sie geflutet wird mit deiner Herrlichkeit. Und wir freuen uns, Herr, für das, was du vorbereitet hast, denen, die dich lieb haben, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Komm, gib mir unserem Herrn nochmal einen richtigen Applaus zusammen. Wow, was für ein herrlicher, herrlicher Morgen.
So schön, dass du dabei bist. So schön, dass ihr alle dabei seid. Und vor allem so schön, dass unser Herr hier in unserer Mitte ist. So powerful. Und ich möchte dich so ermutigen, ja, das Gebet hat so viel Kraft. Eigentlich passiert nichts Großes auf der Erde, was nicht irgendwie durch Gebet vorbereitet ist. Gebet ist sowas wie, es macht Bahn für Gott. Es ist wie eine Landebahn für den Geist Gottes wird vorbereitet durch dein und mein Gebet. So schön, dass du dabei bist. Jetzt möchte ich dich herzlich einladen, nächsten Donnerstag, unser nächster Morgentau. Wir werden wieder reinschauen in die Psalmen und möchte dich so einladen, herzlich, dass du dabei bist. Und nächsten Sonntag unsere zwei Gottesdienste, direkt nach der Holy Spirit Night. Wir werden einen wunderbaren Gastredner hier haben. Sei herzlich willkommen, 9 Uhr und 11 Uhr. 11 Uhr auch dann am Livestream. Ja, und nächsten Dienstag unsere nächste Lektion, Befreiung. Und ich freue mich so, wenn du mit dabei bist, 7 Uhr am kommenden Dienstag. Und wenn du weit weg wohnst von Stuttgart und du kannst hier nicht live dabei sein bei dem, was hier passiert, du kannst über das Internet Teil von unserem Online-Campus werden. Geh auf unsere Webseite, auf den Button Online-Campus und dort wird dir alles erklärt, was wichtig ist. Wir freuen uns, wenn du da mit dabei bist. Und wenn dir die Serie gefällt und wenn du mithörst, dann mach doch einfach ein Like und gib einen Kommentar. Das hilft so vielen Menschen, sich auch einzuschalten und einzuklicken und auch Befreiung von Gott zu bekommen. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Dienstag, eine starke Woche, Gottes Segen und auf Wiedersehen.